Kommen wir nun zum 12. und damit letzten Teil unserer Serie, die 12 größten Fehler beim Businessplan. Heute geht es um das Team. Denn egal wie gut ein Flugzeug, ein Schiff oder anderes Fahrzeug aufgebaut wird, es wird immer erforderlich sein, dass ein Steuermann an Bord ist, einer, der navigiert und einer, der das Kommando hat. Und genauso wie auf einem Schiff ein Kapitän mit seinen Offizieren agiert, genauso wirst auch du in deinem Unternehmen ein Team brauchen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du die eierlegende Wollmilchsau bist, die alles kann und alles will und alles gleich gut kann. Spätestens in Wachstumsprozessen oder wenn du ein Ladengeschäft hast, wirst du ein Team brauchen und das gilt es in deinem Businessplan abzubilden. Und zwar nicht nur hinsichtlich der Zulassung, der Qualifikation, der Zeugnisse, sondern auch im Hinblick der Persönlichkeitsmerkmale. Also wer kann was gut? Wer hat welche Interessen und sind alle vier wesentlichen Felder der Kompetenzen auch abgedeckt? Das bedeutet also, du brauchst nicht nur einen klugen Kopf und Strategen, der Visionen hat und die vielleicht in andere Köpfe Menschen auch transportieren kannst. Du brauchst auch einen Überzeuger, der verkaufen kann, Marketing machen kann, der leiten, führen und motivieren kann. Genauso gut brauchst du aber auch einen Umsetzer, der Listen, Aufgaben erledigen kann bis zum Schluss. Und zu guter Letzt brauchst du einen Verwalter, der dann sichtet und kontrolliert, ob auch alles ordnungsgemäß abgebildet wurde. Du brauchst also in deinem Businessplan ein überzeugendes Team, was sowohl der Investor als auch der Banker sagt, Mensch, die wuppen das. Und das gilt es auch zu präsentieren, vielleicht in einem Pitch-Deck, nicht nur für Investoren, sondern auch für einen Banker. Wenn du also Unterstützung dabei brauchst, dein Businessplan und auch das Team sorgfältig abzubilden, kannst du nicht nur Gebrauch machen von unseren kostenfreien Vorlagen und Erstgesprächen, sondern auch durch unsere Beratung und bei der kooperativen Erstellung. Und abrunden kannst du deine Teamzusammenstellung, Betrachtung und Analyse auch durch einen Birkmann-Test. Denn hier wird sichtbar gemacht auf 30 bis 70 Seiten, wer welche Kompetenzen hat und dass alles abgedeckt ist. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Erstellung deines Businessplans und denk dran, der ist nicht nur für die Gründung da, sondern für die Wachstumsphase und auch später beim Exit braucht der Unternehmensbewerter deine Vorhabensbeschreibung, um ein Bewertungsgutachten zu erstellen. Das heißt also, es ist ein Projekt, zumindest für die Gesamtdauer deines Unternehmens und deiner Beteiligung. Unter dem Video findest du auch einen Link zu einem kostenfreien Erstgespräch. Aber nutze nicht nur das kostenfreie Erstgespräch, sondern denk auch daran, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und gerne auch zu teilen. Denn wir leben von der Empfehlung, wir leben von deiner Empfehlung. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.